Oh, hui, 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 geht ja schon los. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt das bereits im Titel gelesen, heute gibt es etwas, ja, bisschen teureres, mehr oder weniger. Ich befinde mich gerade nämlich im Casino und zwar würden wir mal hier hingehen. Ja, ist Auto weg, wohin wird das wohl liegen? Und zwar ist es so, dass ich das Auto gewonnen habe. Das steht hier nämlich auch gleich hier irgendwo rum. Und da ist auch schon, Tür ist immer noch offen, super. Und zwar ist das Auto, habe ich gewonnen, ist jetzt mein zweites Auto, was ich gewonnen habe. Wir können auf Legendary Motorsport gehen. Da ist hier auch ganz gleich oben 2 Mille. Und ja, da haben wir das Ganze auch. Ich habe das Ganze in diesem... der Standard-Design gleich mal gelassen. So, da können wir auch schon gleich rausgehen. Tuning habe ich heute ein bisschen vor. Nicht unbedingt, aber wir gehen jetzt erstmal auf die Autobahn. Und das Geile ist, guck mal hinten den Heckspoiler an. Wenn ich schneller werde, fährt er aus und wieder ein, wenn ich langsamer werde. Das finde ich ein richtig geiles Feature, muss ich sagen. Also... habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und das Ganze ist ein Supersportwagen. Das bedeutet, der ist ja ein bisschen schneller als ein paar normale Autos. Das ist wahrscheinlich jetzt mein teuerstes und ja, ich weiß, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Aber das Auto, was am meisten gekostet hat, vom Prinzip her, weil ich es habe kostenlos bekommen. Aber wahrscheinlich auch mein schnellstes Auto. Super schnell. Damit kann man ein bisschen mehr Unfälle bauen. Ja, aber da kommt man auch gut an sein Ziel. Wir können jetzt mal schauen. 4,6 Kilometer. Schauen wir mal, in welcher Zeit wir das jetzt hier einfach fahren können. Also der Wagen haut auf jeden Fall ordentlich mal rein. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt zum Los Santos Customs oder nicht. Ich würde sagen, wir fahren mal zum Los Santos Customs. Ich war schon mal beim Alice Customs, aber ich muss sagen, Tuning-Sachen haben mich jetzt nicht so krass umgehauen, muss ich sagen. So, Panzerung, ja, sieht man optisch nicht. Stoßstangen, ja, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Das habe ich aber jetzt hier noch nicht freigeschaltet, deswegen werde ich mir das auch noch nicht kaufen. Das hier hinten finde ich jetzt, ja, geht einigermaßen klar, aber ich bin mir da auch nicht wirklich sicher, weil ich halt noch schaue nach einem optischen Design von Farbe her. Auspuff, muss ich sagen, das ist geil. Das ist wirklich geil, das hier hinten, also Moment mal, das hatte ich gestern noch nicht, die unteren hier. Na, das ist neu, okay. Das geht dann halt oben drauf. Nur, das finde ich dann auch ein bisschen blöd, weil wenn ich dann hier so fahre, sehe ich die ganze Zeit so auch in der Fresse hängen. Das finde ich dann auch nicht so geil. Deswegen würde ich eher auf halt so was Hinteres wie das hier tendieren. Aber das kann ich halt auch mir noch nicht leisten. Oh, Moment, das habe ich auch gar nicht gesehen. Da muss ich gleich mal gucken. Hier irgendwas Geiles. Das sieht eigentlich fresh aus. Das finde ich eigentlich am besten. Sehen. Spiegel, ja, keine Ahnung. Dass man das in hier die Farbe auch ändern kann, finde ich eigentlich auch nice, aber auch ein bisschen unnötig. Zum Glück dann auch ein bisschen billiger. Ah, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas blau, schwarz, rot nehmen soll. Ist halt hier ein mysteriöses Mysterium, dies. Aber Fenster bin ich mir auf jeden Fall sicher. Limousinenfenster ist eigentlich so gut wie bei jedem meiner coolen Autos drinne. Muss einfach sein. Sieht halt meiner Meinung nach besser aus. Das Licht vorne, dieser Streifen da, finde ich auch recht schick, muss ich sagen. Wird auf jeden Fall gerne mal mit dem Auto ein Rennen fahren. Mal sehen, wie sich das so schlagen würde. So, also ich lasse mich hier nicht als Arschloch bezeichnen. So viel ist klar. Ja, selber schuld, ne? Ja, willst du mal an meinem Auto schnuppern? Willst du mal an meinem Auto schnuppern? Guckst du dir an, ne? Dann guckst du dir an!
Davon kaufe ich mir ein Eis. Guck mal mein Auto an. Guck mal, ist das nicht schön? Guck. Guck, du sollst gucken. Du bist aber auch ein bisschen dämlich, ne? Oh, ja. Aber ein Foto kostet $50, ne? Hallo, $50. Ich bin eine Spende. Du hast mein Auto fotografiert, jetzt für mein Geld. Ah, ihr kriegt mein Auto nicht, ihr Drahtzieher. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zum Auto in die Kommentare. Hier brummt dann auch immer noch schön der Motor dann, wenn ich hier einparke. Ich finde es auf jeden Fall sehr schickes Auto. Wenn ich es mal modifizieren sollte, werde ich dazu noch ein extra Video rausbringen. Ansonsten würde ich sagen, war es vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns übermorgen bei einem neuen Video um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.